Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesenfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. Gamescorp DX, ich glaube, wir sind hier kurz vorm Ende des Spiels. Weiß es allerdings nicht genau. Müssen wir uns mal überraschen lassen. So, den Jungs mal ein bisschen Beine machen hier. Dann ist er zu spät, komme. Also eigentlich müssen wir uns die zu spät kommen mal vornehmen. So, Moment. Negativ. Worst Quality produziert er. Den müssen wir zuerst mal fixen. Worst Quality gibt's nicht. Der hat auch noch so ein hässliches rotes T-Shirt an. So, was produzieren die eigentlich gerade? Ich weiß es gar nicht. Ach genau, Justice, Hit, ein Adventure. Ein Adventure? Ich dachte, wir machen ein Rollenspiel. Ich bin gerade verwirrt, welches Datum haben wir? Hat er uns zurückgesetzt irgendwie? Ne, ist der 30. Mai. War mitten im Jahr. Ach, ich blick's manchmal selbst nicht. Wir sind aber in der richtigen Stadt, ne? Ja, ist halt so, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. So, der soll die Negative Straits wegmachen von dem. Der hat auch so ein hässliches T-Shirt. Was ist denn das da vorne drauf? Lufthansa? Ne, ein gelber Vogel. Du bist auch so ein Vogel, du. So, das gibt nichts, würde ich sagen. Wir müssen mit 8000 Punkten abschließen. Das schaffen wir nicht. Wir müssen ein neues Spiel machen, aber ich war mir ziemlich sicher, wir hatten zwei Spiele am Laufen. Irgendwas ist doch hier... So, Large Polish. So viel Kohle, wie wir haben, merken wir das gar nicht, dass wir 68 Millionen dafür bezahlt haben. Ich weiß nicht, können wir ein zweites Projekt starten? Ich muss mal langsamer machen. Ein Shooter, ein Large Shooter, Justice Glory. Justice Hit, Justice Glory. Echt unglaublich. Nur Justice hier. So, ein Programmierer, zwei Programmierer, drei Programmierer, vier Programmierer. Da haben wir wenigstens welche von. Fünf Programmierer. Ne, den können wir nicht nehmen. Sechs Programmierer. Ich war eigentlich auch der Meinung, wir hätten fast alle ausgebildet. 7 Programmierer. So, dann brauchen wir so einen. Noch so einen. Noch so einen. Noch so einen. Ja, mehr haben wir nicht. Es wird eng. So, Musik. 2, 3. 4. Dann brauchen wir noch Skript, am besten dann auch noch welche. 1, 2, 3, 4. Wir kriegen es nicht hin. Leg's mir doch am Ärmel. Ja doch, wir kriegen es hin. Wir packen einfach so einen dazu hier. Zack, Musik, 20 und los geht's. Schon können sie loslegen. Die einen machen Post-Production, die anderen machen Pre-Production. Und wir machen hier Sleepy. Nee, nix da. Wir arbeiten mal gegen das Sleepy an. Können wir nicht gebrauchen, Sleepy.
So, die Jungs hier, die arbeiten kräftig am Post-Production. Bin mal gespannt, was wir dann noch hinkriegen, aber 10.000 werden das nicht. Wenn wir Glück haben, schaffen wir hier vielleicht 10.000. Wow! Achso, ja, klar, wegen der Produktionskosten haben wir nur 20 Millionen Gewinn gemacht. Lass mich raten, der hat es nicht geschafft, das Negative komplett durchzukriegen, weil er während dem Training eingeschlafen ist. Das ist ja das, was wir versuchen wegzumachen. Da fehlt noch einer. Wer fehlt denn da? Hallo, hier fehlt einer. Jetzt. Ah, das ist blöd. Das ist nur 1,4. Ich habe gedacht, das wird besser. Ich habe auch schon ein Nachfolgespiel, weil ich euch zeige, wenn das hier durch ist. Ich finde das eigentlich knuffig gemacht. Ist total kackfax einfach, aber das ist das, was das Spiel so cool macht. Dass es so piepefax einfach ist. So. Wir müssen ein paar Leute ausbilden, dass wir in Zukunft mehr Spiele entwickeln können. Ja, schick dem. Art hört sich gut an. Schriftsteller hört sich gut an. Sound hört sich gut an. Das ist das Problem hier. Coding. Ich hoffe, das war Coding, was ich eingestellt habe. So, ja, müssen wir eigentlich zur Art machen. So, 32 Millionen verdient. Alter, die Post-Production, wir kriegen es wieder nicht hin. Obwohl, doch. Wir haben noch so viele Bereiche, wo wir uns wirklich steigern können, dass wir Chancen haben könnten, das hinzukriegen. Naja, bin ich mal gespannt. Wow, das wird echt eine enge Kiste. So, die sollen auch mal Polishing machen. Für 71 Millionen. Aber da sind noch welche am Polishen. Das ist prinzipiell doof. Och, das gibt wieder so eine knappe Nummer. Das sind schon wieder... Ja. .000 Love, aber nur 9.500. Naja, was willst du machen? Ist halt so, gehört sich so. Man muss auch scheitern können. So, ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Irgendjemand hat doch geschrieben, pretty. Wo machen wir einen Weg zu? Wir können eigentlich nirgendwo hier, weil ich glaube, wenn ich hier irgendwas hinstelle, ist der komplette Bereich gesperrt. Gibt es keinen Weg mehr dahin. Hier geht einer hin. Ach nee, hier ist schon sehr produktiv in dem Bereich.
durch Pflanzenabdeckung. Tja, da muss man die jetzt geschickt stellen. Das ist gar nicht mal so einfach. Weil wir müssen den Leuten ja irgendwie auch noch einen Zugang gewähren zum eigenen Arbeitsplatz, ne? Ich sollte vielleicht mal Land dazu kaufen. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir lassen das Ganze. So, wo stecken wir denn? In der Post-Production. Wir wollten, glaube ich, ein neues Spiel auflegen. So, neue Produktion. Shoot Croft. Das gibt ein Horrorspiel. Das ist gerade sehr, sehr, sehr gefragt. So, und hier sind unheimlich viele Leute mit unheimlich negativen Geschichten. So, wir brauchen viel Ton, wenn ich das richtig sehe. Also alles, was wir irgendwie an Ton haben und was zur Verfügung steht, versuchen wir jetzt mal hier reinzupacken, dass wir wirklich ganz viel exzellenten Ton haben. Es sind irgendwie nur 5 Leute. What the fuck? Wieso sind das nur 5 Leute? Alles noch aufs alte Projekt getrimmt, hä? Ja, wir haben unheimlich viele Grafiker zur Verfügung, aber wenig Ton. So, Programmierer, 1 Programmierer, 2 Programmierer, 3 Programmierer. 3 Programmierer, das ist jetzt denen ihr Ernst. Wir brauchen irgendwie 20 Leute, ja, das ist, naja, komm, was soll's. Continue. Das Scheißspiel gibt das. Aber egal. Hauptsache es ist von uns. So, 7 Millionen Verlust. So, wir müssen mal zusehen, dass wir hier ein paar von diesen negativen Eigenschaften loswerden, die manch einer hat. So, der hier, was machen wir denn mit dem da? Es wäre cool, wenn der Sound löffeln könnte. Total irrational, aber ist egal. So, wie schaut's denn? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen beschleunigen. Die schaffen ja nichts. 80 Millionen Gewinn, das hören wir gar nicht. Die Firma brummt. Dass aber auch immer einer wegtigern muss. Dass da nicht mal jeder machen kann, was er soll. Adventure Games are not dead. Da haben wir richtig Kohle mitgemacht, wie es aussieht. So, 65 Millionen. Und dann kommen wir wieder zur Preisverleihung. Macht er dann wieder. So, Most Productive. Wir sind nicht dabei. DVD Project Red. Interessant. So, Vampire bleiben die Produktiven. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt wieder Beloved. Da sind wir nominiert. Ich hoffe, das gewinnen wir. Sehr schön. Dann höchstgerankten Spiele sind wir nominiert und gewinnt aber Valve Software. Sowas. So, Highest Revenue Studio. Das sollten aber doch wir sein. Wir haben noch so viel Geld. Sehr schön. Und größtes Studio. Wir können keine Leute mehr einstellen. Also denke ich mal, das sollten auch wir sein. So, 3 von 5. Gar nicht mal so schlecht. Tja. Da haben wir unser Problem, unser Audio-Problem. Wir haben einfach zu wenig gute Audio-Leute in dem Projekt.
So, den können wir fertig trainieren. Den können wir fertig trainieren. Ich nutze die Pause, die sich jetzt automatisch hier aufgebaut hat, um mal ein paar Einstellungen zu machen. Ich find's geil. Das, was ihr da gerade eben brummen gehört habt, das war ein Auto draußen. Von mir vor der Tür. Ich glaube, dem sein Auspuff ist kaputt. Sowas muss man sich geben, echt jetzt. Warum können wir... A polishing phase is complete. Ich wollte gerade sagen, warum können wir nicht polishen? Aber das 7.5 ist... schlecht. Bin ich mal gespannt, ob wir damit Geld verdienen. Und da sind wir auch schon in der Production drin. Echt jetzt? Das geht ja hier so fix. Ja, wir brauchen ewig für den Ton. Ich hoffe, dass das noch viele, viele Punkte bringt, der Ton. Was haben wir denn da? $1 Billion, ja. Aber sicher doch. Die Amis, die können, also die Amis, die haben es nicht so mit Milliarden. Die Amis mögen so arme Menschen nicht. Ja, super, es ist keiner available. Ja gut, müssen wir polishen. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht... Ach, da unten ist es, da kann ich es wegmachen. Ja, die Amis, die mögen so arme Menschen nicht. Ja, also bei denen kommt nach der Million nicht die Milliarde wie bei uns. Das hört sich so wenig an. Da geht gleich mit Billionen weiter. Und wir verdienen weiter kräftig Geld. Wir gucken mal rein, mit was eigentlich. Wir haben mit, FA 2026 260 Millionen gemacht, 240, 182 Millionen. Da sind wir noch dabei, 130 nach 6 Monaten. Hier kommen wir langsam nach 3 Monaten in die Gewinnphase. Wir sind jetzt echt schon am Hardcore produzieren hier. Aber genau das will ich jetzt mal, ich will mal alles auslaufen lassen, ich will die Leute mal schulen, dass wir mehr Optionen zur Verfügung haben, dass wir das wirklich mal alles machen können, was wir machen wollen. Aber es läuft, glaube ich, gerade zu schnell, das Spiel. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. So, later than usual, das stellen wir mal ab. Erstmal die ganzen negativen Traits wegbekommen. Ich glaube, so heißt das. Traits? Traits? Keine Ahnung. Oh, hier ist überall eine Lücke dazwischen, sehe ich gerade. Da können wir hier noch ein bisschen aufpushen, wenn da Lücken dazwischen sind, zwischen den Tischen. Dass man dann noch ein bisschen produktiver wird. Und immer wieder hier reingucken, ob wir Leute ausbilden können. Nö. Ich glaube, wir haben alle gemaxt levelt, wenn die Ausbildungsphase rum ist. Dann müssen wir noch die ganzen negativen Eigenschaften wegkriegen und dann können wir richtig Vollgas geben hier. Komm, mach hin, produziert schneller. Ich will das Spiel noch auf den Markt bringen. Ja, da können wir schon froh sein, wenn es über 9000 Punkte kommt. Pum, Pause bei 8.5. So, wir pushen's raus. Horrorspiel 12.000 Beliebtheit. So, wird erstmal verkauft, hoffe ich mal.
Ja, es geht aber müde los. Mit 76.000, obwohl. Ja, alles in einem Monat ist natürlich schon hardcore. Also in Deutschland gelten, ich glaube, 100.000 verkaufte Stück in Deutschland als Gold. Also nur in Deutschland. Nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt und sagt, ja, aber dann wäre ja jedes Spiel Gold. Nee, nee. So, Gun. Chipsim bringen wir raus. Hat eine hohe Beliebtheit. So, und wir versuchen jetzt hier mal ganz bewusst. Richtig viele Programmierer rein zu pushen. Erstens, dass die ausgebildet werden. Zweitens, die haben hier den größten Balken. Und allein deshalb, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Da oben sind noch welche. Die haben wir, ich wollte gerade sagen, wir haben doch viel mehr Programmierer. Das gibt's doch gar nicht. So. 12 Programmierer setzen wir da ein. Dann machen wir 3 Leute für Grafik. Ne, wir machen mehr Leute für Grafik. Wir machen 4 Leute für Grafik. Zwei Leute für Ton. Zwei Leute für Story. Genau so. Jetzt bin ich mal gespannt, was da draus wird. So. ChipSim ist in der Mache. Schleunig mal ein bisschen, dass das Ganze vorangeht. Wir haben 1000 Punkte, nicht mal einen ersten Balken voll. Aber das ist natürlich auch der größte Part von ChipSim, ist halt die Programmierung. So, das andere dürfte jetzt relativ schnell gehen. Obwohl, 1,5, 1,5, 1,7, also es könnte was werden. Das ist aber auch, die brauchen ewig, ne? Ewig und 3 Tage. Es gibt niemanden mehr zum Ausbilden. Wir sollten vielleicht mal, so ein paar Ausbildungstische entsorgen. Wir brauchen nur noch 2 Ausbildungstische, weil... Ja, weil... So, dann verschieben wir mal den Tisch hier rüber, den Tisch hier rüber, den Tisch hier rüber, den Tisch hier rüber und den Tisch hier rüber. So, jetzt haben wir da hinten ja einen Gang. So, wenn das mal keine Motivation ist, ne? So, wir verkaufen hier die Blumen. Und wir verkaufen hier die Blumen. Weil wir haben gerade was gelernt. Nämlich, wir haben gelernt, wir sollten Statuen aufstellen, damit wir hier richtig gut ins Geschäft kommen. Es ist eigentlich fast überall, wo von uns gearbeitet wird, ist zumindest grün.
In der Nähe. Nicht überall ist grün, aber wir haben es zumindest überall in der Nähe. So. Mach mal weg das Zeug. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Alter, wir sind schon bei 5000 Punkten. 6000. Ich will endlich die 10.000 knacken. 7.000. Das gibt's doch nicht. Millionen. So, ich bin gespannt, was wir was Polishing rausholen können. Ob es 2000 Punkte werden oder nicht. Es gibt eine enge Nummer. Das gibt eine richtig enge Nummer wieder. Millionen verdient, ist hier gut. Wir sind bei 8,5. Oh, das könnte hinhauen, das könnte hinhauen, es kommt drauf an. Woran hängt es denn jetzt wieder? Leute, schafft was. So. Boah, die brauchen für die Post-Production ja Ewigkeiten. Ich drück das mal schnell durch, kennen wir ja schon zu Genüge. So, das hat wieder Devil Empire. Das haben wir wieder wir. Das haben auch wir zurückerobert. Das haben sowieso wir und das kriegen auch wir. Dann haben wir wieder 4 von X. Ich will jetzt endlich, ich will das jetzt wissen. Ich will wissen, kriegen wir das perfekte Spiel hin diesmal. Alter, wir sind schon bei 9000, das schaffen wir. Das geben über 10.000 Punkte. Ihr müsstet mich gerade sehen. Wir haben sie geschafft, die 10.000 Punkte. Alter, es geben 11.000 Punkte. Über 11.000 Punkte. Also wenn das dann mal nicht... Come on. Wir haben 1,3 Milliarden auf dem Konto. Win all the awards in a year. Ach du lieber Himmel. Das ist jetzt nicht den Ernst, oder? Das ist die letzte Challenge. Wieso ist der Profit schon ins Minus übergeschlagen? Können wir mehr Geld nicht verdienen? Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht über die 2-Milliarden-Grenze kommen. Weil wenn wir hier die 2 Milliarden knacken und der kann das nicht verkraften und schlägt rum, dann haben wir Minus auf dem Konto und gehen pleite. Das ist jetzt spannend, das würde ich jetzt gerne auch nochmal sehen, ob wir das schaffen. Pleite zu gehen, weil wir zu viel Geld verdienen. Na gut, das sehen wir aber glaube ich erst in der nächsten Folge. Weil ich ziehe hier mal einen Stecker, das macht ja keinen Sinn, wenn wir das jetzt hier weiter pushen. Ich bin hier mal raus, wir haben das perfekte Spiel hingekriegt. Als nächstes ist die Aufgabe, alle Awards zu gewinnen. Das wird auch noch spannend, weil da müssen wir ja auch das Most Productive hinkriegen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich zigtausend kleine Spiele, um möglichst viele Spiele zu produzieren. Und eine große Nummer, um richtig heftigen Umsatz zu schieben. Um dann am Jahresende sozusagen als Most Productive dazustehen.
Bin ich mal gespannt, ob das hinhaut, ob das stimmt, ob meine Denkweise korrekt ist. Ich bin aber hier erstmal raus, sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, Nick frei zockt. Gamescorp.dx, genau, so heißt das Spiel. Ich bin raus, macht's gut, bis dann, bye bye.